und herzlich willkommen bei Smartest Home. Jetzt nehme ich mal die Mütze ab. Bauhelm. Ich nehme den Bauhelm ab. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Welches Licht braucht mein Smart Home? Wir zeigen euch mal Beispiele, coole Beispiele. Beispiele, die letzten 2-3 Jahre entstanden sind in unserer Zusammenarbeit. So, und da frage ich mich jetzt am Anfang, worauf kommt es denn an? Dann gehen wir doch mal über einen ganz normalen Eingangsbereich in eines der Häuser hinein, die wir schon realisiert haben. Was man jetzt hier sieht, ist ja eigentlich noch ein äußerlich ein Fassadenbereich, ne? Oder im Außenbereich. Richtig. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Bild, ne, was wir hier zeigen, da sieht man ja ganz deutlich, ja, da sieht man Pool, ne, im Außenbereich, dann sieht man auch, was ist denn das eigentlich, Timo, jetzt? Ja, also das ist schon eine sehr schicke Penthouse-Wohnung. Tatsächlich sehen wir hier die Stadt Dresden, schönes Penthouse. Und was man im Hintergrund sieht, die Fassadenbeleuchtung ist über Up-and-Down-Wandleuchten gemacht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass wir nicht immer nur nach unten strahlen, sondern eben auch nach oben strahlen. So, da habe ich doch mal den Eingangsbereich. Ja, richtig. Ne? Das hier ist jetzt ein Gebäude, das wir realisiert haben in Düsseldorf. Und wollten wir eigentlich die Städte sagen? Wollten wir, oder? Wir können die Städte sagen. Ja, Städte dürfen wir. Düsseldorf ist groß. Düsseldorf ist groß, dürfen wir sagen. Auch hier eine Up-and-Down-Wandleuchte. Und ganz wichtig, jetzt sieht man im Bild, ist bei Tageslicht natürlich aufgenommen, um die Mittagszeit, dieses Foto. Da sehen wir diese Gelbfärbung im Lichtkegel. Mhm. Diese Leuchte ist tatsächlich ganz mediterran auf Sonnenuntergangslicht eingestellt, warmweiß, wunderschön anzuschauen bei Dunkelheit. Was man immer dazu sagen muss, alles, was wir euch hier zeigen, ist natürlich ein vernetztes, es handelt sich hier um vernetzte Häuser, Smart Homes. Ich glaube, das brauchen wir nicht dazu zu sagen. Ja, also vernetzt wäre jetzt in diesem Fall hier die Vernetzung mit einem Sensor, Tageslichtsensor, den wir für dieses Bild, was wir jetzt gerade sehen, tatsächlich auch überbrückt haben, rausprogrammiert haben. Aber in der Regel ist dieses Licht natürlich tagsüber aus, aus Energiespargründen. Wobei, ganz wichtig, heute sparen wir nicht Energie, sondern heute machen wir Licht für den Menschen. Also man muss echt dazu sagen, der Timo, der hat sowas die Nase voll von Energiesparen. Im privaten Wohnraumbereich gehen wir natürlich mit Maß und Sorgfalt um, aber am Ende des Tages muss das Licht für den Menschen funktionieren und nicht die Energiebilanz im Vordergrund stehen. So, und da würde ich jetzt sagen, wir gehen mal von außen in ein Gebäude hinein. Ihr könnt jetzt mal so ein bisschen beobachten, was wir tun. Wir möchten euch jetzt wirklich mal so an die Hand nehmen und Beispiele zeigen, wie kann man was beleuchten. So, und jetzt sind wir doch hier in so einem Eingangsbereich. Ne? Willst du, Timo, vielleicht mal was dazu sagen? Das wirkt ja schon hier. Sehen wir die raumhohe Verglasung. Ne? Das ist jetzt schon gehoben. Ist ein sehr gehobenes Wohnensemble. Ich würde sagen, hier sieht man dieses ganz Klassische, was man heute eigentlich bevorzugt baut, nämlich ein offenes Wohnen-Essen-Küche-Konzept. Genau. Direkt im tatsächlich Eingangsbereich. Das heißt, ich komme zur Haustüre rein und stehe in diesem Bereich, in diesem Haus. Und was hier sehr schön wirkt, ist diese Kombination aus der blauen Stunde, vor der wir da ganz kurz sind, in den Abendstunden, sieht man durchs Fenster, und dem warmweißen Licht, was jetzt über die LED-Einbauleuchten und diese Stromschiene, die oben in diesem, ja, in diesem Aufsatzdach praktisch in die Wand integriert ist. Also was ihr euch jetzt vorstellen müsst, dass diese Leuchten nicht immer die gleiche Helligkeit haben und den gleichen Farbton haben. Ne? Hier haben wir farbverändertes Licht sogar. Richtig. Also da wird tatsächlich eine Sonnenlichtkurve, die vorher einprogrammiert wurde, abgefahren für den Bereich. Und wir unterscheiden hier tatsächlich dann auch im eigentlichen Programmierablauf zwischen indirektem Lichtanteil und dem direkten nach unten strahlenden Lichtanteil. Das heißt, wir müssen eigentlich mit den künstlichen Lichtquellen dafür sorgen, dass wir wieder in eine natürliche Lichtsituation kommen. Dass wir in die Urgemeinschaft zurückkommen. Genau. So, und weil ich gerade sage Urgemeinschaft, jetzt schau mal, jetzt haben wir hier was Modernes gehabt. Wir wollen euch jetzt mal ja, was bringen, was im Altbau auch sehr gut funktioniert. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Das sieht ja so nach Fachwerk aus. Ne? Das ist ein altes Fachwerkhaus, was wir jetzt sehen. Ja. In der Schweiz? Nee, tatsächlich. Im Ries in Nördlingen steht dieses Haus, renoviertes Haus. Hier haben wir im Eingangsbereich, im Flurbereich mit Up-and-Down-Lights gearbeitet, einfach um
einmal die Wand mit ihrer Balkenstruktur und dem Putz ein bisschen hervorzuheben, aber eben auch indirektes Licht über die Deckenreflexion in den Raum zu bringen. So, und wir springen jetzt ein bisschen. Wir sind von dem Gebäude von draußen nach drinnen gegangen und jetzt seht ihr zum Beispiel so einen Aufgangsbereich. Es ist ja überhaupt nicht mehr notwendig, dass ich heute Lampenschirme brauche und dass ich irgendwie so Reflektoren von der Decke brauche, sondern ich meine, was, vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu. Das ist jetzt hier eine Penthouse-Wohnung, was wir hier haben. Was hier auffällt, Timo, es ist alles schön gleichmäßig ausgeleuchtet. Also in dem Fall sind es tatsächlich Pendelleuchten, die positioniert sind. Wir sehen zweieinhalb davon im Bildausschnitt. Die pflanzen sich aber fort über das gesamte Treppenauge in diesem Bereich. Und wenn hier die richtigen Lichtkegel ausgewählt sind, sind wir wieder beim Thema Planung, dann kriege ich natürlich auch eine schöne, gleichmäßige, aber immer noch kontrastreiche Treppenbeleuchtungssituation. Das ist für Treppenstufen sehr wichtig, dass wir noch Kontraste haben, damit wir nicht stürzen. So, und jetzt sind wir die Treppe nach oben gegangen. Ist jetzt ein anderes Beispiel. Wir haben hier eine Lichtertüchtigung gemacht in einem Bestandsbau. Das heißt, ein vorhandenes Architektenhaus ist am Bodensee. Ein wunderschönes Haus. Hier haben wir die Balkenstrukturen genutzt, um mit linearen Lichtelementen das Licht im Gebäude zu verteilen. Das ist eines wirklich meiner Lieblingsambiente, ne, was wir jetzt hier sehen. Also ich finde das ja total schön, in die Wand so eingelassene, wie so kleine Regale. Ne? Die Nischenbeleuchtung, die wir hier realisiert haben, haben wir tatsächlich in dem Fall mit einem klassischen Deckeneinbau-Downlight realisiert, was farblich veränderlich ist, diesem Casper 12F. Und hier, der Vordergrund ist tatsächlich auch mit dem Downlight beleuchtet, aber eben in einer anderen Farbstimmung. Und durch diese Farbkontraste erreiche ich ein unheimlich interessantes Lichtergebnis. Aber guck mal, da hinten die Kante, das ist ja ganz interessant. Da, an der Kante ist es ja so bläulich. Ne? Wie? Ja, also das ist hier jetzt ein sehr gelungener Blickwinkel für die Kamera, weil die Kante entsteht tatsächlich durch eine Säule, die vor der Wand steht, aber noch einen Luftspalt zwischen Wand und Säule darstellt. Und im Hintergrund leuchten natürlich andere Leuchten mit einer bläulicheren Lichtfarbe. Insofern ist das hier ein gelungener Blickwinkel. So, und jetzt wollte ich dir mal was zeigen hier. Schau mal die Küche an. Ja. Schau mal die Küche an. Nicht ganz mein Geschmack, wenn die Leuchten von der Decke hängen. Also ich hätte das Ganze ja gerne mit Spots in der Decke integriert. Aber weißt du, was ich so toll finde hier? Du hast genau die Arbeitsfläche, ne? Du hast genau die Arbeitsfläche beleuchtet. Und du hast dann in der Mitte diese amerikanische Küche. Heißt das immer noch so? Die Kochinsel, ja. Die Kochinsel, genau. Mit Bohrer ist das nicht so ein Ablauf hier, ist so eine Absaugung. Da ist, glaube ich, so eine seitliche Absaugung. Ja, genau. Also die Leute, die jetzt da zuschauen und die sich mit der Küche auskennen, die werden da sicherlich mehr dazu sagen können. Übrigens, hier seht ihr den Weihnachtsbaum, ne? Das passt auch. Aber wir haben noch keinen Weihnachtsbaum aufgebaut, das ist ein Bild aus dem letzten Jahr, ne? Ja. Also was man hier auch wieder schön sieht, die Kombination aus indirekter Beleuchtung, oben, direkt in der Kante liegend. Ja, man sieht noch so oben im linken Bildausschnitt, an der Kante oben ist eine Lichtlinie als asymmetrische Lichtwanne in den Trockenbau integriert. Und von dieser Linie wird der eigentliche Wohnraum, der vor diesem Küchenbereich liegt, indirekt über die Decke beleuchtet. Mein aprikofarbenes Licht. Ne? Ich sage ja immer, das ist die absolute Hammerbeleuchtung, finde ich, oder? Ja, aber warum ist das denn so schön? Das ist so schön, weil die anderen blau leuchten und weil wir dort ein schönes, man kann es ja auch sagen, DALI heißt das Bussystem. Das ist jetzt mit DALI realisiert tatsächlich, aber der Farbkontrast ist genau das, was wir uns eigentlich in der Natur abgucken. So, warum zeigen wir euch das Ganze hier? Das ist jetzt eine Küchenunterschrankbeleuchtung? Ja. So heißt das Ganze, ne? Das ist eine kleine Küche, muss man sagen, ne? Sehr, sehr kleine Küche. Ja, relativ. Aber wichtig an der Stelle, ganz klares Herausarbeiten der Sehaufgabe. Wo ist die Sehaufgabe? Die Sehaufgabe ist die Arbeitsfläche und da muss Licht hin. Genau, und was man hier sieht, es ist ja wie bei uns hier, ne? So von hinten beleuchtet ein bisschen. Nicht, ist das hier mit Tageslicht? Nee, das ist tatsächlich angestrahlt von der LED-Linie. Es ist ein auf Glas gedrucktes Bild, Panoramabild. Von einer See-Meerlandschaft, ja, vielleicht Nordsee, Ostsee, sowas in der Richtung.
Ja, und wir sind beim Thema Küche. Wir gehen weiter in der Küche. Hier sehen wir eine Küchenmittelinsel. Das ist auch schon so weihnachtlich, Mensch. Was ist? Ach, hier wegen dem Adventskranz. Ja, klar. Und da mein Tipp an der Stelle, wenn es um solche Dunstabzugsaugen geht, bitte auf die Lichtfarbe achten. Zu welcher Zeit mache ich das Licht an? Meistens in den Abendstunden in diesem Bereich. Und dann sollte es ein schönes Warmweiß und genau, um Himmels Willen kein Kaltweiß sein. Genau. Und man sieht es aber oft, ist Kaltweiß. Auch finde ich sehr schön. Also hier dieser warme Farbton auch. Im Vordergrund, Holz, auf dem Holz. Auf der Holztheke. Und im Hintergrund haben wir praktisch den Himmel erzeugt mit diesen blauen, blau leuchtenden Spots, die da mal aus dem Möbelstück heraus gegen die Decke leuchten. Wen es interessiert, das ist in Düsseldorf. Ja, hier sehen wir diese Up-Down-Leuchten. Ihr könnt mal schauen, da ist so der Wohnbereich. Im linken Bereich ist der Wohnbereich. Da haben wir diese Up-Down-Leuchte. Und da sehen wir auch wieder nach oben, ist so eine spezielle Farbtemperatur. Ne? Die Leuchte leuchtet mit einem anderen Farbton nach oben wie nach unten. Warum machen wir das eigentlich so? Also wir versuchen indirekt eigentlich immer den Himmel darzustellen und im direkten Bereich das direkt strahlende Sonnenlicht. So, und rechts sehen wir die Treppe, ne, da geht es dann nach oben. Das ist ein mehrstöckiges Haus. Richtig. Und da haben wir wieder so eine Up-Down-Leuchte. Und die hat aber jetzt den gleichen Farbton. Warum? Die hat in dem Fall einfach den gleichen Farbton, weil hier der Bauraum im Treppenhaus, also im Mauerwerk des Treppenhauses, nicht geschaffen werden konnte für die Vorschaltgeräte, die wir benötigen, um so einen Lichteffekt herzustellen, wie wir es jetzt im linken Bildteil sehen. Ja, also ich würde sagen, jetzt sind wir ein Stockwerk höher und die Leuchte ist mir zu farbig. Da ist viel zu viel Farbe drin für mich. Da ist viel Farbe drin, aber diese Leuchte kann auch wirklich sehr, sehr gutes Weißlicht. Und weil sie so ein gutes Weißlicht kann, kann sie auch Farbe. Wir haben nämlich das komplette Farbspektrum in dieser Leuchte drin und können uns in dem frei bewegen. Von Weißlichtfarbtönen bis hin zu den hier sehenden oder gezeigten Effektfarben. Wenn wir Innenraumplanung machen, lichttechnisch planen, dann versuchen wir, vertikale Beleuchtungsstärken herzustellen. Das heißt nichts anderes, als dass die raumumschließenden Flächen, wie der Lichtplaner sagt, also die Wände, die sollen leuchten. Damit bekomme ich nämlich einen hohen Behaglichkeitswert. Also wir sprechen hier von dem sogenannten Wallwash. Den kann man über ganz unterschiedliche Methoden erreichen. Ja, was ist denn jetzt? Warum zeigen wir euch denn gerade dieses Bild? Das ist ein Arbeitszimmer, was ich hier so sehe. Ne? Ist ein Arbeitszimmer, ja, von einem... Willst du nicht sagen. Weiß ich jetzt gerade auch. Nö. Nein, ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Also es ist ein Arbeitszimmer. Hast vergessen. Ja, wir sehen zum einen natürlich die Tischbeleuchtung. Mhm. In dem Fall eine Pendelleuchte, eine lineare Pendelleuchte. Der Tisch ist sehr gleichmäßig ausgeleuchtet, ganz wichtig. So wie es sein muss. So wie es sein muss. Und eine weitere Funktion ist in der Leuchte integriert. Sie ist mit einer Mikroprismatik ausgestattet. Das heißt, sie liefert blendfreies Licht. Also auch das Arbeiten mit einem Laptop an diesem Tisch ist sehr gut möglich. Jetzt schauen wir mal an die Decke. Ne? An die Decke. Und wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel, muss man sagen, hochwertiges und schon ein bisschen expensive, ne? Ja, aber was man hier tatsächlich sehr schön sieht, absolut perfekte Handwerkskunst. Dieser Caspar 12F ist hier deckenbündig in die Holzdecke eingefräst. Mit einer Oberfräse wurde hier exakt diese Zierblende ausgefräst, sodass der mit dem Holz bündig drin liegt und das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und wir sind wieder im Deckenbereich. Wie kann man denn eigentlich jetzt so die Decken inszenieren, ne? Also dass man so auch die Konturen sieht. Ja, also die Decke inszenieren ist normalerweise ein sogenannter Ceiling Wash, was wir jetzt, wir nennen das Ceiling Wash. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Treppenhausbeleuchtung wieder mit so einer Wallwash-Funktion, das heißt eine Lichtlinie, die an der Wand entlang runterzieht. Man sieht dort das Abendlicht wieder, ne? Ja. Das ist echt sehr schön. Und die Decke ist oben ganz leicht abgehangen, ne? Die ist ganz leicht abgehangen mit einem kleinen Schlitz zur Wand hin. In dem Fall sind es 5 cm tatsächlich, das weiß ich. Und da ist ein Aluprofil eingearbeitet mit der LED-Linie. Hm. Ganz toll. Hier nochmal ein Beispiel, das Ganze in Holz. Ja, und was man hier ganz schön sieht, in der Kombination
Das sind Schienensysteme, ein Aluminium-Schienensystem. Die Kombination zwischen linearem, weich leuchtendem, diffusem Lichtcharakter mit einem Spotlicht. Da sieht man so ein Linsenelement. Das sieht dann aus wie ein Sonnenfleck, der aus der Decke heraus tatsächlich auf den Boden fällt. Also in dem Schlafzimmer? Ja. Ja, also wichtig vielleicht an dem Bild, einfach auch aus planerischer oder konzeptioneller Sicht. Es fällt vielleicht auf, direkt über dem Bett ist keine Leuchte montiert. Ja, das macht ja keinen Sinn. Das würde an der Stelle Blendung erzeugen, sondern es ist links und rechts neben Bett, sodass der Lichtkegel gerade noch das Bett streift. Es sind natürlich zusätzlich Leseleuchten zu empfehlen, aber wichtig an der Stelle vielleicht einfach, direkt übers Bett braucht man in der Regel kein Lichtpunkt. Gar kein Licht, ne? Weil du willst ja nicht voll, wenn du... Ne? Richtig, ja. Die Up-and-Down-Thematik ist ein wunderschönes Lichtwerkzeug, lässt sich toll kombinieren, auch mit diesem Lichtwuten-Gedanken. Das ist ein Begriff, der mittlerweile sehr häufig genutzt wird. Mhm. Man sieht jetzt hier oben ist nochmal so eine Kante im Raum oder an der Wand platziert, unterhalb der Decke. Und auf dieser Kante liegt eine LED-Lichtlinie, die diesen Ceiling Wash erzeugt. Hier nochmal dieselbe Situation aus einem anderen Blickwinkel. Die Up-and-Down-Leuchten mit dieser Lichtwute, die den Ceiling Wash realisiert. Auch an der Stelle ganz wichtig. Ein Ceiling Wash ist ein Streiflicht, das heißt, die Decke muss ordentlich verputzt sein. So, und jetzt sind wir jetzt kommt der, du sagst ja immer, der emotionalste Raum des Hauses, wo, das ist das Bad oder das Badezimmer, wobei das ja heute Erlebniswelten quasi immer mehr werden. Ich finde, die Küche ist es auch, hat es genauso verdient. Ja, also die Badlichtinstallationen sind heute tatsächlich, also man muss das vielleicht anders angehen. Also wir haben im Bad eine Sehaufgabe. Die Sehaufgabe findet statt am Waschbecken vorm Spiegel. Da will ich ja was sehen. Da will ich perfekt was sehen. Keine Blendung haben, keine Schattenbildung im Gesicht, sehr weiches Licht, sehr natürliches Licht, damit diese Farbwiedergabe der Hauttöne passt. Und dann habe ich natürlich Bereiche um die Badewanne herum, eventuell Nischen, die Duschbereiche. Da kann es dann sehr schnell emotional werden. Einfach emotional im Sinne von, wir wollen dort Farbspiele, wir wollen Kontraste schaffen, Farbkontraste, Hell-Dunkel-Kontraste und kriegen so ein sehr spannendes Licht. Du willst aber auch vielleicht in farbiges Wasser steigen. Das kannst du aber dann durch Badezusatz machen, ne? Ja. Von unten beleuchtet. Ja, von unten beleuchtet, genau. Weil ohne Licht geht es ja nicht, ne? Ganz genau. Ja, ich weiß nicht, was muss man hier dazu sagen? Das ist alles so warmes Gelb, gelblicher Farbton. Es ist alles so, für mich hat das so Kuschelcharakter. Was spürst du hier? Ja, also es ist einfach ein Beispiel, wie man Licht nutzen kann, um spannende Effekte herzustellen. Ne? Also diese Kontraste auch mit warmweißen Nuancen lässt sich hier wunderbar ein spannendes Lichtergebnis erzeugen. So, und jetzt kommen wir zum wirklich sehr, sehr schönen Bad. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, persönlich. Und vielleicht, du schaust so, vielleicht, also diese, das ist ein Whirlpool, ne? Das ist ein Whirlpool. Das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber was mir hier sehr gut gefällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, das ist für mich eines der besten Bäder, die ich jemals so wahrgenommen habe. Weil auch hier dieses alles in diesem aprikofarbenen Licht ist. Ne? Also es ist eine Trockenbaukonstruktion, aber innen drin mit Fliesen, Natursteinzeug beaufschlagt. Ja. Was wir hier jetzt eigentlich sehen, ist eine ganz typische Abendstimmung. Ne? Also wir nehmen Blauanteil aus dem Licht heraus, weil blaues Licht, das kennt man vielleicht auch aus der Diskussion um den Smartphone-Bildschirm, wo wir diese Nightshift-Funktionen haben, wo wir Blauanteile am Abend aus der Lichtquelle herausnehmen, einfach deswegen, weil unser Körper soll abends anfangen, Melatonin zu produzieren und mit blauem Licht unterdrücken wir diese Produktion von Melatonin. Da muss ich hier schon ein bisschen was investieren. Das ist auch vom Grundriss her natürlich ein sehr großes Bad, wie man sieht. 20 Quadratmeter schätzungsweise, ne? Ja, ganz locker. Und da brauche ich natürlich, wenn ich so eine Grundfläche habe, auch entsprechende Lichtquellen, um das ordentlich in Szene zu setzen. So, jetzt würde ich wieder sagen, wir sind wieder in Düsseldorf angekommen. Ja, das ist noch eine sehr junge Installation. Hier mal ein Blickwinkel von hinter der Badewanne in den Raum hinein. Ganz, sehr, sehr schön. Ganz schön gelöst, finde ich an der Stelle, die Situation
um den Spiegel, vor dem Spiegel. Wir sehen über dem Spiegel ein Lichtsegel. Das bringt indirektes und direktes Licht, eine ganz weiche Lichtwolke. Das heißt, hier habe ich keine Blendung, keine Schatten im Gesicht. Und das Ganze ist eingerahmt mit den beiden Nischen. Eine Nische ist als Durchbruch zur Duschkabine gestaltet. Eine sehr lange Nische von fast 1,80 Meter mal, glaube 30 cm Höhe. Also so eine längliche, horizontale Nische mit einem wasserdicht vergossenen LED-Einbau-Stripe, der in der Farbe einstellbar ist. Und ja, diese, also mir gefällt die Komposition von diesen zwei vertikal verlaufenden Nischen mit diesem Lichtspiegelschrank und diesem Lichtsegel drüber sehr, sehr gut. Gerade auch deswegen, weil ich neben dem, dass ich eine perfekte Lichtausleuchtung oder eine Gesichtsausleuchtung bekomme, Akzente schaffe über diese Nischen. In die Decke integrierten Lautsprecher. Das Ganze ist ja verknüpft, dass ich also auch das Licht und auch die Morgenstimmung unterstützt durch Akustik quasi begleiten kann. Also das finde ich ganz klasse. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Bad komplett busgesteuert ist über den KNX. Die Leuchten sind über Dani angesprochen. Ja, aber das ist ja eh klar. Kann ich hier eine Morgenlichtstimmung fahren plus die entsprechende Geräuschkulisse dazu? Ne? Genau. Also sehr, sehr schön. Und wir sind, ja, das ist ja auch noch, wir sind immer noch in Düsseldorf. Wenn ihr jetzt mal so schaut, das ist jetzt ein bisschen eine andere Stimmung eingestellt. Ne? Bisschen verändert. Ja, was wir jetzt sehen ist, das Veränderte ist tatsächlich das Spiegelbild. Da geht es nämlich, da schauen wir über den Spiegel richtig. Jetzt gehen wir in dem gleichen Badezimmer. Warum bleiben wir eigentlich bei dem Badezimmer? Weil wir es ziemlich schön finden, ne? Das ist schon ein sehr schönes Bad. Was aktuell ist und schönes Bad ist, da ist wirklich alles drin. Ne? Man könnte sagen, volle Hütte, ja. Und jetzt sind wir in diesem Duschbereich. Ihr habt jetzt hier durchgeguckt, ne? An dem Spiegel links vorbei. Da sind wir in dieser Dusche. Jetzt, Timo, warum ist denn da unten blaues Licht, wo meine Füße sind? Blaues Licht haben wir doch sonst an der Decke gehabt. Also hier ist eine Kombination aus einer Duschbank-Unterleuchtung mit einem wasserdicht vergossenen LED-Strip. Da sehen wir links diese längliche Wandnische für Seife, Utensilien. Grün. Grün leuchten, ganz grüne genau. Grüne Seife im grünen Licht. Und wir sehen natürlich oben am Bildrand ein Einbau-Downlight, auch steuerbar. Und so kann ich diese Duschkabine in alle möglichen Farbkombinationen versetzen, plus Weißlicht. Das ist immer ganz wichtig, dass wir aus ein und derselben Lichtquelle diese gesättigten Effekt- und Stimmungsfarben erzeugen oder hervorholen können und gleichzeitig schönes Weißlicht herstellen. Du hast es gerade gesagt, also ich glaube, hier ist ziemlich gut sichtbar, dass ich mit Licht für eine Stimmung sorge, die ich sonst nie mit normalem weißem Licht, mit irgendeiner beliebigen Position, wie es immer noch Standard ist, leider, muss man sagen, hinbekomme. Und das Ganze geht auch nur deshalb, weil wir vernetzt bauen. Wir bauen vernetzt. Also ihr merkt schon wieder ein bisschen, dass ich so energisch das sage, weil wenn jetzt hier noch jemand fragt, wozu brauche ich ein smartes Haus oder ein intelligentes Haus? Ohne das wird es gar nicht gehen. Das ist die Emotion, die wir hier erzeugt haben und die hier zur Lebensqualität beiträgt. Aber ist es nicht das eigentlich beim Haus, was beim Auto auch die Emotion ist, das Fahren, das in den Kurven, auf der Landstraße, das ist doch das, was wir im Haus hier haben. Das könnte man so übersetzen, ja. So, jetzt sind wir wieder in einem Bad. Ja, muss man sagen, wir haben ja vorher farbveränderliches Licht gehabt, wo man auch das in Szenen abspeichern kann. Was wir hier sehen, ist ja alles weißes Licht. Ne? Oben, da könnte man farbiges Licht machen. Wie findest du das? Ich bin nicht der Freund von diesen freistehenden Badewannen. Hat jetzt aber nichts mit dem Licht zu tun. Ne? Aber da ist ja gar kein Wasser drin, nichts. Das ist richtig, aber putz da mal um die Badewanne herum. Okay. Na? Aber, also, kommen wir zum Licht, weil um das geht's ja. Wir haben diese Wandleuchte, die ich sowohl vertikal wie auch horizontal montieren kann. Hier vertikal montiert, deswegen, weil ich schlichtweg niemanden blenden kann. Da hinten in der Raumecke, da läuft keiner. Das ist nicht im Laufweg und so kann ich einfach mal ein anderes Lichtbild erzeugen als diese Up-and-Down-Lichtthematik. Es sonst praktisch, was man sonst so sieht. Und das finde ich eigentlich ganz gelungen, wenn man das kombiniert, so als Aufpeppen des Hintergrunds
wenn man mit einem ansonsten eher einfachen Leuchte von der Decke so ein sagen, flaches Lichtbild dazu. Wollte gerade sagen, das ist ja eher eine kostengünstige Lösung. Ne? Eine kostengünstige Lösung, diese Deckenaufbauleuchte, die hier zu sehen ist, die macht ein sehr weiches, gleichmäßiges und weit leuchtendes Lichtfeld. Erzeugt aber auch nicht so viel Kontrast. Ne? Der Kontrast entsteht erst, wenn wir mit dem zweiten Lichtelement dieser vertikal angeordneten Wandleuchte arbeiten. Man hätte ja unten am Boden noch was machen können. Ne? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Oder man hätte diese Regale, die im Hintergrund zu sehen waren, nochmal in Szene setzen können mit einer eingefrästen LED-Leiste zum Beispiel. So, wir sind immer noch im Bad. Ja, also hier ist echt viel Licht. Wir sehen auch in der Badewanne, das ist eigentlich blau. Ne? Wie kommt denn das, dass es in der Badewanne drin blau ist? Also viel Licht im Sinne von viel Lichtinstrumente installiert. Ne? Also es ist kein sehr helles Szenario im Moment, sondern wir spielen mit Farben, mit gesättigten Effekt- und Stimmungsfarben. Das blaue Licht in der Badewanne kommt tatsächlich aus LED-Elementen, die im Badewannenkörper integriert sind. Also Unterwasserbeleuchtung. Genau. Ist das anratenswert jetzt? Weil jetzt werden einige, die jetzt uns zuschauen, werden sagen, oh, das ist aber teuer. Das kostet Geld, keine Frage. In dem Fall ist es sogar noch mal einen Schritt weiterentwickelt, das ganze Bad-Szenario. Hier sind Lautsprecher mit an den Badewannenkörper montiert, sodass ich die Musik als Schallwelle ins Wasser übertragen kann. Und je mehr Bass, desto mehr Blubber. Also wenn da jemand jetzt in der Badewanne sitzt und hört jetzt Hip-Hop, ne, gerade jetzt wieder so, ne, und dann ist immer so, müssen wir aufpassen, dass das Wasser nicht rausschwappt. Das läuft über. Mach die Musik leiser. Also das finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Das Bad jetzt mit weißem Licht, also ziemlich auch kühles Weiß. Es ist neutral weiß von der Farbe her. Also nicht warmweiß, ne? Es ist kein warmweiß, es ist ein neutrales Weiß. Und was mir speziell gefällt an diesem WC-Element da hinten, ne? Also da gefällt mir, dass hinten diese Trockenbaukonstruktion ist und dass von oben das Licht dann auf die, ja, was sind das, Zierdegegenstände, oder? Sowas? Accessoires. Jetzt haben wir schon einiges gezeigt. Jetzt sind wir durch viele Räume durch. Jetzt gucken wir uns mal das Ganze an. Das ist auch wieder ein Altbau. Fachwerkhaus, ne? Das ist ein Fachwerkhaus. Und hier haben wir einfach die Position der Balken genutzt, um Licht zu verstauen. Man muss ja immer schauen, wenn ich praktisch keinen Bauraum für Lichttechnik habe, also keine Beton-Einbaudosen oder irgendwelche Hohlkörper, wo ich Lichtelemente einbauen kann, dann muss ich mit den anderen architektonischen Elementen irgendwie arbeiten. Und schön ist es immer, erstmal eine indirekte Lichtsituation herzustellen, bevor ich über das direkt strahlende Licht nachdenke. Und jetzt hier mit so einem Dachstuhl kann ich das natürlich wunderbar machen, indem ich einfach auf die Balken diese LED-Linien setze und das Dach leuchten zu lassen. Sehr schön. Jetzt haben wir euch mal so einen Rundum-Vorschlag gezeigt. Wie kann das aussehen? Weil viele von euch immer gefragt haben, wie können wir denn eigentlich das Ganze beleuchten? Ne? Und das sind jetzt konkrete Anwendungsbeispiele, habt ihr jetzt gesehen. Das war von außen nach innen, das war viel Neubau, das war aber auch Bestand, also quasi Sanierung. Und wer sich an dieser Stelle noch die Frage jetzt stellt, wozu brauche ich überhaupt, warum muss ich Licht planen, die eine Seite, und auf der anderen Seite, was kann ich mit Licht erreichen? Ne? Das habt ihr jetzt hier genau gesehen. Und für mich ist immer wieder, musst du ehrlich sagen, ohne smarte Vernetzung kriegst du dieses, ist gar nicht realisierbar. Also es wird vor allem dann schwierig, wenn wir über die Kontraste nachdenken. Hell-Dunkel-Kontraste, Farbkontraste und zeitgesteuerte Abläufe, eben so, wie es die Natur draußen auch liefert. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir euch eine ganze Reihe Beleuchtungsstimmungen, Situationen gezeigt. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, wie euch das Ganze gefällt. Es sind bestimmt eine ganze Menge Anregungen dabei. Viel, 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 viel mit Thema Licht. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Wir freuen uns auf ein Abo, auf einen Daumen. Jetzt zeige ich schon beim Abo und Daumen. Tschüss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Beitrag.